Hallöchen, meine lieben Zuschauer, an diesem Samstagmittag, heute etwas später als um 1, denk mal knapp vor 2 Uhr, je nachdem wie schnell immer Internet ist, wird die Folge hochgeladen. Ich habe jetzt genau Punkt 13 Uhr, habe es nicht geschafft vorher aufzunehmen, aber lieber spät als nie. Und diesmal ist es ja nicht mal so viel später als normalerweise, also denke ich mal, werdet ihr das irgendwie aushalten, ne? So, heute gibt es jedenfalls ein Auswärtsspiel in Hoffenheim, das letzte Spiel des Jahres 2020. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen, nachdem wir gegen Frankfurt zu Hause nicht gut gespielt haben und recht spät ein Gegentor kassiert haben in der 89. Spielminute. Das ist bitter. Man sieht auch hier die letzten Spiele, ja, sehr viel Rot. Allgemein die Saison, viel zu viel Rot. Wir schaffen es einfach nicht so wirklich, die Mannschaft auf ein Niveau zu bringen, wie wir es gerne hätten. Ich werde jetzt, wenn die Winterpause ist, die Systematik ein bisschen ändern. Also wird jetzt genau in etwa genauso gleich spielen, nur vielleicht weniger aggressiv, vielleicht höher oder weniger hoch stehen. Also Kleinigkeiten ändern. Und ich denke mal, dafür ist ja so ein sind so Wochenenden, wo es einige Testspiele gibt, ja perfekt prädestiniert dafür, kann man sagen. Okay, es gibt nur ein einziges Testspiel, aber es gibt immerhin ein paar Tage, wo man sich einspielen kann. Deswegen ist das ja auch ganz gut. Eventuell mache ich auch noch ein Testspiel zwischendurch, damit wir dann mehrere Spieler die Chance geben können. Und in der Rückrunde müssen wir dann auf jeden Fall ein bisschen mehr durchstarten, vor allen Dingen, da wir ja auch nicht international mehr spielen, leider überhaupt nicht mehr international, nicht mehr als im Europa League. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass ich Vierter wurde mit dem BVB. Keine Ahnung, wann das zuletzt war, aber auf jeden Fall nicht so schön für uns. Ja. Und am Tag der Aufnahme, also heute am Samstag, spielt ja der BVB auswärts in Leverkusen. Könnt ihr gerne in den Kommentaren so eure Tipps abgeben. Sag, ich wäre natürlich mit dem Sieg zufrieden, ne? Aber ich denke mal, eventuell so ein Unentschieden. Leverkusen ist auch eine Mannschaft, die gerne offensiv spielt. Das kommt dem BVB zugute, weil dann natürlich haben die Schwarz-Gelben dann mehr Räume zum Kontern, was sie natürlich super können. Auch ohne Marco Reus. Ist mal gespannt, ob jetzt eventuell Haaland von Anfang an spielen wird. Was ich schon denke, aber lass nicht vergessen, ein paar Tage später spielt man gegen PSG, also eventuell wird Favre ein bisschen rotieren wollen, beziehungsweise ihn nicht komplett von Anfang an spielen lassen wollen oder halt früher aus dem Spiel nehmen. Je nachdem. Ich weiß nicht, wie sein Fitnesszustand ist. Das weiß niemand von uns, nur der Trainer und die Assistenten. Deswegen kann man das immer schwer beurteilen von außen. Und dann denke ich mal vielleicht, dass Hazard für Reus reinkommt. Wobei, nee. Ja doch, Hazard für Reus eventuell. Oder Haaland, je nachdem. Muss man sich mal genau angucken. Schulz hat nicht so gut gespielt gegen Bremen. Also denke ich mal, Guerreiro kommt wieder rein. Ich hoffe es, ehrlich gesagt, auch. Und bin auch natürlich sehr gespannt, ob Emre Can direkt von Anfang an beginnen wird. Oder zumindest zur Halbzeit schon reinkommt. Um es mal so langsam zu gewinnen vor der Partie gegen PSG, wer zum Glück auftreten kann. So, jetzt gucke ich mal, wen wir spielen lassen werden. Neres soll auf jeden Fall wieder. Zagadou kann schon mal auf die Bank, wobei der zu wenig Spielkonditionen, deswegen mal Camavinga. Sancho für Manjo. Akasa braucht nur einen Tag, okay. Ist aber auf jeden Fall eine Option für Einwechslung. Paslak muss wieder rein, ein bisschen den etwas schwächelnden, was Konditionen angeht, Hakimi ersetzen. Und Tonali für Witzel. Ich will nicht zu viel ändern. Meinte auch jemand in den Kommentaren, eventuell kann es auch daran liegen, dass wir halt zu häufig wechseln, ne? Dann mache ich Holland zum pressenden Stürmer, weil der hat in den letzten Spielen keinen einzigen Scorerpunkt geholt, in den letzten 5. Also mal gucken. So, Nico Schulz draußen. Wobei, der macht das immer ganz gut, gibt viele Vorlagen, mehr als Guerreiro. Außenverteidiger oder? Aber wir hatten ja, glaube ich, einen Flügelverteidiger immer. Manchmal Flügelverteidiger unterstützen und ihn auch zum Flügelverteidiger unterstützen. Und vielleicht bei beiden, vor allen Dingen bei Hummels,
ist der Ballspielende und Demiral Innenverteidiger mit Rückendeckung. Wir haben da schon einigen gesagt in den Kommentaren, dass ich das mal mit Rückendeckung machen sollte. Schon länger nicht mehr, aber früher halt immer. Deswegen probiere ich das sehr gerne mal aus. Eriksen beginnt, genau. Haaland ist nicht ganz so fit, aber kriegen wir hin. Neres fehlt immer noch an Spielpraxis, aber wie er gezeigt hat, schafft er es trotzdem, gute Leistung abzuliefern. Gegen Frankfurt nicht mehr so stark, glaube ich, ne? 6,3, gut. Aber dafür überraschenderweise super gut gegen Krasnodar. Was ist denn mit den Spielstatistiken passiert? Ach, jetzt sind wir da. Das sah komisch aus. So. Bin ich mal gespannt, ob wir heute zum Abschluss des Jahres nochmal alles raushauen können. Das Interessante, wieder das letzte Spiel des Jahres in Hoffenheim, wie auch in der Realität am 17. Spieltag, hier ist es der 16., unter Druck gesetzt. Warum? Immer wenn ich mehr fordern mache, dann geht das eigentlich. Komisch. Die Mannschaft, die verstehe ich nicht so. In anderen Saves, wie gesagt, schaffe ich das schon eher, die auf Trab zu halten. Und gute Leistung abliefern zu kriegen, haben, tun, sein. Geiger 1-0. Super. Das ist ein Start, das wünsche ich mir doch mal immer. Tonali, Hummels! Auf der Linie geklärt. Schade. Könnten uns wieder viel kaputt machen mit diesen paar Spielen, die wir jetzt hier nicht so gut auftreten. Hatten eigentlich einen guten Punkteschnitt nach 14 Spieltagen. Oh, Eriksen. Aber wieder geklärt von Oliver Baumann. Wir spielen nicht so schlecht, aber Hoffenheim mit dem einzigen Schuss bislang direkt getroffen. So wie es schon einige Male die Saison war. Tonali diesmal, aber den hat Baumann natürlich sicher. Viel Platz wieder für Posch. Und ja, ich habe natürlich versucht, also wollte immer auswärts etwas defensiver spielen, also die Flügelspieler zumindest auch zentraler tun. Habe ich aber nicht getan, weil ich jetzt nicht unbedingt der Meinung war, das heute tun zu müssen. Gegen Vereine wie Hoffenheim. Und ich werde das jetzt auch bestimmt nicht tun, wo wir in Rückstand sind. So, wer könnte reinkommen? Ich hoffe mal auf Brand. Der hat immer ganz gute Spiele, wenn er mal da ist. Ach nee, Brand soll kein inverser Außenstürmer sein. Ein Flügelspieler. Ich habe so gute Jungs, ne, aber leider schaffen wir es einfach nicht, das auf den Platz zu bringen. Nicht in allen Spielen. Heute sind wir besser als der Gegner. Habe ich ja schon für ein paar Minütchen gesagt, aber das Ergebnis ist das, was zählt. Und nichts anderes. Was lag? Ach, schade. Darida 2-0. Okay. Ich weiß nicht, was es machen soll. Ne? Wir spielen besser, haben Schüsse. Kramaric, also Kramaric war der Einzige, der nicht so eingemacht hat. Hoffenheim mit zwei Aktionen. Beide drin. Ganz im Ernst, hab keinen Bock mehr. Es gab zu häufig Spiele wie heute.
macht es auch irgendwann keinen Bock mehr, einfach zu spielen. Ich wollte gerade sagen, der will eh nicht reingehen, die Aktion. So wie immer. Aber ich sage ganz ehrlich an alle Zuschauer. Irgendwann weiß man auch nicht mehr weiter. Ist einfach so. Abseits. Nicht mal das wird uns gegönnt. Es ist unfassbar, dass wir dieses Spiel mit 3:0 auch noch verlieren. Da gibt es einfach nicht mehr viel zu sagen. Vorbei. Super. Das ist schon krass. Das ist einfach krass. Ich habe schon so viel Verschiedenes mir ausprobiert. Das kann natürlich auch ein Problem sein, wie bereits gesagt, ne, aber. Es kann nicht sein, dass wir dieses Spiel jetzt auch noch verlieren. 3:0 auch noch. Schaut euch das mal an hier, diese Quote zuletzt. Ne? Irgendwann ist auch genug. Irgendwann ist auch genug. Ich glaube wirklich, ich werde versuchen, Paco zu verkaufen. Dann spiele ich natürlich mit Holland von Anfang an und hole mir einen Ersatzstürmer, der nicht so teuer sein wird, damit ich mehr Transferbudget habe. Und dann würde ich gerne einen neuen Rechtsaußen holen, der auch links gut stark, der auch Linksfuß ist. Eventuell auch ein Stammspieler anstatt von Neres und der würde dann etwas mehr die Rotationsrolle einnehmen. Aber das schauen wir uns dann mal später mal genau an. Ich meine, ich habe ja genug Spieler gescoutet. Eduard ist ja einer, den ich sehr interessant finde. Otzon Eduard. Das Stoßstürmer ist ja sehr gut. Knipser. Nicht unbedingt der pressende Stürmer, aber er hat ja auch viel Kraft. Ausdauer ist auch in Ordnung. Ja. Es ist nicht so einfach, das zu verdauen, wenn man so spielt. Jetzt machen wir ihn auch zum Stoßstürmer. Es ist einfach unfassbar, was wir hier fabrizieren. So, ich lass mal kurz den Spieltag komplett durchlaufen. Schreibt gerne mir irgendwas in den Kommentaren, was ich mal ändern könnte zur Winterpause, weil irgendwann ist man auch wirklich
ratlos. Fing wird natürlich jetzt keine Option sein, das ist auch klar, aber schon, dass er sich entwickelt. Man hat Wolfsburg verloren. Frankfurt habe ich gerade nicht drauf geachtet. Frankfurt 0 zu 0. 8 Punkte. Wird immerhin Vierter. Ja. Gut, aber das war's dann auch von heute. Was wir dann machen werden, seht ihr dann morgen. Akasa ist wieder vor dem Training. Ich muss überlegen, ob ich Akasa verkaufe oder nicht. Dann könnt ihr, wie gesagt, gerne in die Kommentare irgendwas schreiben dazu. Mich beraten. Ich nehme die sehr gerne, lese sie gerne. Ich werde es heute Abend, denke ich mal, aufnehmen, also. Am Samstag könnt ihr gerne noch hier alles reinschreiben und ich werde versuchen, darauf einzugehen. Also, habt einen schönen Tag. Einen schönen Bundesliga-Samstag. Genießt es und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Habt und bis zum Sonntag. Ciao. Ach ne, genau. Und dann noch natürlich danke an Sam für die Kanalmitgliedschaft. Wer interessiert ist, unten in der Videobeschreibung könnt ihr direkt das auch draufklicken. Und alles andere erklärt es von selbst. Macht's gut.